Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Wir haben gespeichert und Alice im Wunderland, hat uns geraten, dass wir auch endlich mal unser Gel, unser grünes Gel, was ja eigentlich grüne Grütze ist, einsetzen sollen. Und da gucken wir mal, wir haben über 61.300. Gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Ich weiß es nicht, es ist so schwer. Es ist echt schwer. Ich würde gern, ja, Reserve 10.000. Magnum, die haben wir schon eine Stufe. Rot haben. Das wäre 15.000. Das würde ich toll finden. Könnten wir 10 mehr tragen? Da könnten wir auch verdoppeln. Na gut. Granaten, naja. Spritzen hauen wir jetzt ja immer gleich in den Arm. 50.000. Meine Güte. Ihr wollt es sehen. Ihr wollt den Harpunenbolzen mit Feuerschaden sehen. Mach was! Nein, 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 machen wir nicht. Komm. Hey, Moment, ich bin nicht aufgestanden. Wie gesagt, wir werden den Harpunenbolzen nachher testen. Dann können wir noch ein bisschen mehr. Komm, die machen wir. Jetzt haben wir richtig fett grünes Gel ausgegeben und wir haben uns total verskillt, weiß ich. Ja, gut, wir gehen wieder zurück. Zurück. Hallo? Naja, ich kann jetzt nicht den Harpunenbolzen gleich gegen einen 0815-Gegner einsetzen. Und dafür sind mir die Harpunen zu schnade. Gut, wir haben ja. Ne, warum ist. 156 Teile. Moment, Moment, ich guck mal nochmal nach. Wir müssen alles. Ich muss. Ja. Harpunenbolzen brauchen wir nur zwei. Das heißt. Da könnten wir doch einiges an Harpunenbolzen herstellen. Ach ja, wir könnten ja wieder zurück. Wegen der Munition, die wir jetzt mehr tragen können. Ohohoho. Wir verschwenden doch nichts. Sprintdauer hätten wir auch noch hochsetzen müssen. Aber das ist mir immer zu teuer für eine Sekunde. 3.000. Ich denke, da gibt es Wichtigeres. Und nachher am Ende, man kann locker alle Attribute steigern. Das hab ich ja schon bei verschiedenen Spielen gehabt. Ja, hier haben wir noch 5 Kuh. Wer hat die Kugeln geklaut? Da lagen doch noch 5. Was haben wir da gehabt? Die hätten wir auch fast übersehen. Sag mal, muss ich jetzt alles wieder Zentimeter für Zentimeter durchsuchen? Jetzt habe ich wieder die Steuerkreuz geguckt. Nein, nein, das will. Das machen wir hier hin und. Die Drogenspritze hauen wir uns in den Arm. Und wir sagen ja zu Drogen. Ich mache doch nur Spaß. Wirklich, ich mache wirklich nur Spaß. Aber da oben waren doch noch 5 Kugeln.
Werden die dann, wenn man das Wunderland verlässt oder beziehungsweise die und man hat dann teilweise schon weggeholt von. Moment, da lagen doch auch noch eine. Ist auch nicht mehr da. Also das heißt, wenn man einen Teil wegnimmt von den Kugeln und lädt neu, was hin? Hab ich neu geladen? Ich war ganz draus. Ich war komplett draus und habe den Spielstand gespeichert und neu geladen. Ja, dann wird jetzt wieder leise. Oder nein? Hopp, 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 hopp. Ich wollte. Das wusste ich, dass er aufsteht. Weil er lag so verdächtig. Nein, 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 nein! Okay. Nein, nein! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der Harpunengeholz mit Feuerschaden. Ein Treffer und Peng. Das ist die ultimative. Nein, das kann ich. Nee, das kann ich nicht glauben. Ich glaube, es war eine weise Entscheidung, diese schweineteuren 50.000 zu investieren in den Harpunenbolzen. Ein Treffer. Ein Spiegel, der nicht die Realität wiedergibt. Soll doch, oder? Ach nein, der zeigt. Nein, nein, nein! Was zum Teufel? Komm, komm. Woher ist der gekommen? Woher? Da hinten ist noch eine Bombe, an der ich gleich sterben werde. Kein grünes Kleberzeug, kein grün. Das sind gleich Harpunenbolzen. Das finden wir toll. Okay. Ich wusste, dass das passiert. Die Reaktion eines alten Mannes. Pick, das Schwein. Es ist ein Kinoplakat. Den Film schaue ich mir unbedingt an. Der läuft schon seit 5. Mai. The White Frog. Was ist das hier? Auch ein bisschen unheimlich. The Pick. Gut, dass man sich hier umguckt. Kontrollpunkt. Ja. Lieber leise sein. Glück.
Das war keine gute Idee. Nein! Das war schon besser. Wie viele haben wir erwischt? Nicht viele. Nein, das ist gar keine gute Idee. Wir werden ein bisschen taktischer vorgehen müssen. Sonst wird das nichts. Nein. Wo hatten wir einen Kontrollpunkt? Ach, bei The Peak. Also. Wegsnipern ist ja gut, aber mit dem fangen wir besser nicht an. Wir müssen eine gute Position und vielleicht die anderen erstmal auch wegholen. Da hinten haben wir auch einen Zombie-Sniper. Ja, hallo, da bist du. Wir hatten ihn nicht gehabt. Das ist nicht gut. Das ist gut. Jetzt schießt er und jetzt... Ja. Aber irgendwann sehen wir... Der hat natürlich unendlich Scharfschützenmuni. Black Hair. Girl, keine Ahnung. Ja, hallo? Ja. Scheiße! Da kommt ein MG-Zombie. Erstmal grüne Grütze. Unnötige Munition verschwendet. Aber wir haben erst einmal... Ich dachte, ich wollte schnell. Ja.
warum kann ich ihn unten nicht treffen? Okay, man muss Geduld haben. Das war jetzt ziemlich unnötig. Ich dachte, ich könnte ihn anzünden. Ich war offensichtlich, dass er wieder aufsteht, aber nichts zum Einsacken. Aber jetzt, wie gesagt, machen wir es besser. Jetzt bekommen wir immer die großen 500 Euro. Ich dachte im ersten Moment, das wäre eine Tausender. Die sollte man nicht. Können wir. Nein, nein, nein! 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 Nein, das war also, es ist also keine gute. Jetzt stelle ich mich total blöd dran. Wir haben einen Harpunenbolzen mit Feuerschaden und ich stelle mich an. Nein. Okay. Sei es drum. Wir haben auch Munition unnötig verschwendet. Am besten keinen Alarm auslösen. Das sollten wir tunlichst unterlassen. Den Sniper-Zombie. Der hält nicht. Der. Nein, 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 nein! Nein, 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 hin, Feuer anzünden, anzünden! Ist gar nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, wie es scheint. Wie gesagt, die anderen lassen wir jetzt mal ganz in Ruhe. Wir wissen ja, was wir machen müssen. Da haben wir, da laden wir noch, da heben wir noch mit. Die haben wir, glaube ich, letztes Mal übersehen. Ist es gut, wenn wir jetzt ruhig bleiben, sobald sie. Sollten wir tunlichst in Ruhe lassen? Wir wollen euch von euch nichts. Was haben wir hier? Streichhölzer haben wir wieder voll. Den haben wir. Brauchen wir nicht verbrennen. Sieht nicht mehr so gesund aus. Bärenfallen in der U-Bahn. Das finde ich sehr nett.
Es gibt nämlich ein Teil und Teile können wir brauchen für unsere Harpunenbolzen. Aber die bauen wir erst, wenn es denn an der Zeit ist, wenn wir sie wirklich brauchen. Bevor. Da ging es rein oder raus? Nein. Nein. Ah, doch hier, hier, hier. Gucken wir uns nämlich hier noch erst um. Grüne Grütze, Munition. Wir gucken uns alles an. Und sprengen uns selbst in die Luft. Ich denke, das lassen wir. Auch wenn ich die zwei Teile für gut gebrauchen könnte. Aber wie gesagt, da muss ich zu konzentriert sein und gerade wenn es klappen soll, klappt es nicht. Wir nehmen uns mit einem Teil. Nette Bärenfalle. Ein netter Zeitgenosse, der hier uns Bärenfallen aufstellt. Nochmal 10 Kugeln. Und. Oh. Wir müssen wohl hier raus und hier. Oh oh. Wir können ihn. Hallo? Nein, er ist so weit da vorne. Komm mal wieder zurück. Ich will dir etwas zeigen. Hallo? Die können wir entschärfen. Ich gucke auf die Uhr. Liebe Leute, ihr wisst, was jetzt kommt. Ich habe mich wieder sehr, sehr dämlich dran gestellt. Aber es kann ja nur besser werden. Damit beenden wir die heutige Folge und ich sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Evil Within. Ciao!